So ein Blick rund ums Gelände, da sieht man die alte Fabrik, in der ich übrigens mit 17 Geld verdient habe für mein erstes Moped in den Ferien. Und da durfte man nie rein in dieses Schloss. Das war eben damals noch im Privatbesitz und ist jetzt geöffnet. Und was mit der Fabrik ist, werde ich dann nachher den Josef Hofmacher gleich fragen. Jedenfalls ist hier die Regionalentwicklung auch drin für die Eisenstraße, so heißt das Gebiet hier. Im Hof hier reingegangen in das Ding, da ist der Ötscherbär, einer der vielen. Da hinten sieht man hinterm Glas schon den Coaching-Raum, obwohl den sieht man jetzt so gut gar nicht. Coaching- und Meeting-Raum, in dem ich schon gearbeitet habe. Darin. Und so schaut das hier aus. Eben da ist der Meeting-Raum, da ist auch so ein Bereich und da sind dann die Flexidesks. Hier. Genau, und das haben wir vorher von außen gesehen, den Eingang. Und da gehe ich jetzt hinein. Mostviertler Coworker aus und ein Coworking Space. Die können lachen, genau, die können winken und wirken doch recht glücklich eigentlich, oder? So ist es. Sie sind es auch, ja, genau. Ja. Und das ist der Josef Hofmacher, mit dem wir gleich mehr reden werden. Genau. Mir gegenüber sitzt Josef Hofmacher und ich glaube, es ist besser, er stellt sich selber vor, weil ich mache es garantiert falsch. Ich habe die nur unter Regionalentwicklung Eisenstraße abgespeichert. Mhm. Und das ist aber, glaube ich, schon ein bisschen anders, oder? Ja, nein. Jetzt komme ich näher und du musst lauter sprechen. Ja gut, also grundsätzlich bin ich, sehe ich mich als Architekturgestalter und Städtebauplaner. Habe mich 2013 nach meinem Diplom im Studio Greg Lind an der Angewandten dazu entschieden, wieder in die Heimatregion zu kommen, in die niederösterreichische Eisenstraße, um hier zu sehen, was es hier zu schaffen, zu gestalten gibt, und habe es geschafft, seither einige Stahlobjekte ins Leben zu rufen. Also ist das da vorne, steht auch eins von dir? Ja, genau, also das Töpperportal vorne, wenn man auf das Areal zufährt, oder auch hier, wenn man, sieht man auch gleich dieses Tor, das als Windfänger wirkt und eben, sagen wir, parametrische oder Metallgestaltung mit parametrischen Ansätzen bietet. Das ist gleich ein Bild von meinem Schaffen. Genau. Zuletzt beschäftige ich mich auch mit dem Kuratorium eines Symposiums, wo wir uns mit neuen Paradigmen für Metallgestaltung und Handwerk auseinandersetzen in einer transdisziplinären und internationalen Gruppe. Boah, bist du gescheit? Und Coworking Space. Ich muss auf das zurückkommen. Ja. Hast du den mitbegründet? Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder gehört er zur Regionalentwicklung Eisenstraße dazu? Der, wie ist denn das strukturiert? Zur Regionalentwicklung dazu. Wieder da und festgestellt, der Ton funktioniert. Jetzt habe ich ein paar Fragen mitbekommen zum Coworking Space selber. Also wer ist der Betreiber oder Betreiberin von dem Ding da hinten? Also die Frage direkt beantwortet zuerst, um dann die Projektstruktur, die Aufbaustruktur auch zu erklären. Ja, also der Betreiber, die Betreibergesellschaft hier am Standort Neubruck, Töpperschloss bei Scheibs, ist die Neubruck Immobilien GmbH. Eine interkommunale Betriebs GmbH, sozusagen aus 17 Gemeinden und drei Banken aus dem Bezirk. Und genau, das ist die Betreiberstelle. Zur Projektstruktur an sich, es ist ein Aufbauprojekt eines Netzwerkes von möglichst drei Coworking Spaces in der Region Eisenstraße in Niederösterreich. Da sprechen wir von Scheibs, Werthofen und Wieselburg. Alle drei sind Regionszentren, Orte von 5.000 bis 12.000 Einwohnern. Und der erste Standort war das Töpperschloss Neubruck. Es ist ein LIDA-Projekt, also vom Fonds. Das gefördert ist das Ganze. Gefördert vom Fonds LIDA durch die Europäische Union und das Land Niederösterreich. Und das war jetzt ein Aufbauprojekt von 2 Jahren. Und wir können den Erfolg vorweisen, dass der Coworking Neubruck Space im Töpperschloss funktioniert mit 4 Mietern. Fixdesk, ja. Fixdesk-Mietern, genau. Und gelegentlichen Flexdesk-Einmietungen. So wie mich zum Beispiel. Genau, so wie Susanne. Oder ja. Für Sommer ist bereits wieder ein Monat reserviert für 2 Flexdesk-Coworker, die aber einen ganzen Monat hier sein werden. Also ja. Wunschmieter. Ja, die Wunschmieter, möglichst kreativ, wirtschaftstreibende, wie aber auch
Sagen wir, Buchhalter wären natürlich auch willkommen oder Betriebswirte. Das ist ein Betriebswirt würde ich mir persönlich sehr wünschen. Als künstlerische Architekturgestalter, um endlich wirtschaftlich Projekte treiben zu können. So. Ja, wer nicht? Und wenn man es dann hat, dann gehen sie dann auf die Nerven. Ja. Du, was ist denn euer Ziel eigentlich von dem Ganzen? Wo soll das hingehen? Mhm. Wann würdest du sagen, das ist, was ein Aufbauprojekt ist, das ist jetzt erfolgreich gewesen? Ja, das ist das eine Ziel, also jetzt real, dass der Coworking in der Buchsfest läuft. Aber übergeordnetes Ziel in dem Regionalentwicklungsthema ist natürlich, dass man diese ländliche Region mit ca. 80.000 Einwohnern, die wie alle ländlichen Regionen von Abwanderung betroffen ist, wieder schmackhaft zu machen in den sanften Faktoren. Also dass Menschen, die zum Studieren in die Metropolen gewandert sind, auch, so wie ich. Ja, genau, auch wieder Anreize haben, in die Region zurückzukommen. Ah, hier ist es cooler, hier gibt es Anknüpfungspunkte zur frischen urbanen Strömung. Es gibt hier Projekte und Arbeitsmöglichkeiten. Also Industrie ist ja stark hier, Kultur ist stark, Natur ist stark. Also das wären alles so. Das sind auch meine persönlichen Entscheidungsgründe gewesen, in die Region zurückzukommen. Improvisieren? Also wenn ihr ansprecht, nämlich an so Menschen, die in irgendeinem Büro sitzen. Ne? Ja, genau. Also klassische Büroarbeitsplatz ist es weniger jetzt die Werkstattsituation, aber es gäbe hier grundsätzlich schon Räume. Also wir haben jetzt beispielsweise einen Artist in Residence hier. Ganz interessant. Den haben wir vorher gerade getroffen. Vorher gerade getroffen, den Rajavardhanian aus Armenien. Und der hat sein Atelier jetzt eingerichtet und bis Ende, genau, über da die oben. Bernstiege. Genau. Das sind 70 Quadratmeter in schönen Räumlichkeiten, historischen, die eher als Galerie funktionieren, als Denkraum. Und er nutzt einen Teil der historischen Halte, alten Industriehalle, tolles Ambiente, Platz in der Putz, von der Papierproduktion. Als bildender Künstler. Er ist bildender Künstler, ist Maler, macht haptische, gut greifbare Bildmotive und beschäftigt sich hier mit dem, der Titel seines Aufenthalts ist Crossing Spaces, Armenia meets Scheibs. Feiert eine 25-jährige Beziehung, also wo Scheibser Ärzte in Armenien, in Gyumri. Dann, jetzt, wenn man, ich fantasiere jetzt einmal, also eben angeregt durch diesen Besuch in der Kreau, ist sowas denkbar? Gibt es überhaupt Handwerk, also Büro, aber ist ja sowas typisch, ich war in der Stadt studieren und dann komme ich wieder zurück und dann habe ich da einen Büroarbeitsplatz. Aber gäbe es auch Potenzial für Handwerksbetriebe, die so eben eine Zwischennutzung machen würden, oder wie schätzt du das ein? Ja, das glaube ich schon. Und jetzt zeige ich ganz kurz rüber, das ist nämlich der Artist in Residence. Ja, genau. Wie das Potenzial, das würde mich nämlich interessieren, ob du da Potenzial siehst. Also ich würde grundsätzlich schon Potenzial sehen, es sind interessante Räumlichkeiten hier, und es ist aber, ich glaube, in dem Bereich Handwerk auch ähnlich wie beim Coworking Space das Problem in der ländlichen Region, dass hier Raum en masse verfügbar ist. Ja. Es ist an jeder Bauernhof, der in den letzten 30 Jahren einen Neubau dazugestellt hat, hat ihn überdimensioniert gebaut. Es gibt hier so viele extra Räume, dass die Leute kaum ausziehen würden. Und okay. Dass es sehr günstigen Mietraum gibt, bis Gratisraum, der dann für Handwerker, für Kfz-Werkstätten, sonstige Schnitzer, alles Mögliche verfügbar ist. Also das heißt, das Projekt. Das ist schon so ein städtisches Ding, ja. Ja, genau, in der Stadt ist Raummangelware, und daher verdichtet es sich das Bedürfnis und es entstehen bottom-up diese Coworking Spaces, diese Gemeinschaftsateliers dergleichen. Die entstehen hier im Land weniger, aus meiner Beobachtung heraus, weil sowieso der Raum da ist, jeder kann sich ausbreiten, wie er braucht. Und da wäre wohl das Potenzial, in der Gemeinschaft, in der gegenseitigen Inspiration
Ja, was hat denn die dazu gebracht, die da drin sitzen, das sage ich darüber, eigentlich sich hier einzumieten und zu sagen, das mache ich da nicht für billiger zu Hause noch in ein Extrazimmer? Mhm. Es ist, für den Peter ist es definitiv die Trennung von ist es der Grafiker, oder? Teufel, die Trennung vom Wohnort zum Arbeitsplatz. Mhm. Das sind für ihn sind es 10 bis 15 Minuten mit dem Auto. Mhm. Ist einfach ein gesunder Austausch. Ja. Und für beide, für Gary und Peter, ist es definitiv der Austausch, sodass man zwanglos zwischendurch mal Feedback abfragen kann zur eigenen Arbeit, sodass man den gelebten Austausch auch hat. Also Gary ist Filmemacher, Peter Grafiker, ich Architekturgestalter. Mhm. Da gibt es ganz viele Überschneidungen natürlich. Es kann ein guter Kreativdiskurs entstehen. Genau. Passieren. Was hat denn das Umfeld davon? Also für mich ist so, das ist mir jetzt vorher eingefallen, total lustig, ich habe mal mit 17 in der Papierfabrik gearbeitet, in den Ferien, ja, am Fließband. Aha. Und jetzt sitze ich da in einem Coworking Space, das heißt, es hat sich tatsächlich was bewegt. Das ist eine Frage, ist die Fabrik noch immer Papierfabrik? Oder? Nein, seit ca. 1996 nicht mehr. Ja. Und seither wird eben versucht, eine Nutzung für das Areal herzustellen, und das ist eben also auch für die Fabriks auch für die Fabriks Hallen drüben, also Nutzung in dem Sinne, das ist alles nördlich der Kapelle, Kapelle, die anschließend zum, die ich schon gefilmt habe, alles nördlich ist eigentlich zum Verkauf freigegeben. Okay. Also sprich, okay. Das ist die Ambition dieser Nabuck Immobilien GmbH, der Interkommunalen, ist, dass es hier ein Betrieb wird. Da wäre ja die Kreau ein schönes Inspirationsbeispiel, was man da machen könnte drin. Ja. Also nichts wie hin. Dann was hat das, ich frage dich zuerst, was hat das Umfeld davon? Oder sieht man schon irgendwas, eine Wirkung ins Umfeld? Und wie definiert sich das Umfeld, in welchem Umkreis? Also das Umfeld hier in den Standort Nabuck sehe ich immer als Satelliten zur Stadt Scheibs. Würde ich auch so sehen. Das ist wieder der Geschäftsführer, dann sage ich auch kurz her. Das direkte Umfeld, das ist ganz interessant, also dass der Coworking Space hat jetzt damit weniger zu tun als der Standort an sich, der bespielt wird als interkommunal oder als Betriebsgebiet mit Restaurant und Café. Das ist das direkte Umfeld, das ist das Siedlungsgebiet Neubruck, Neustift, St. Anton an der Jesnitz, da gibt es schon zu. Es ist hier die B25, die Bundesstraße, die vorbeizieht in die eine Richtung nach Mariazell, in die andere Richtung Scheibs, Wieselburg Autobahn. Also auch wallfahrende Coworker könnten hier Station machen. Richtig, genau. Ja. Oder wenn man jetzt vom Skifahren zurückkommt, vom Skifahren, vom Ötscher oder vom Hochkar und sich wieder richtig. Das muss man wirklich sagen, das ist einfach eine sehr hohe Lebensqualität hier. Also wenn man jetzt hier in einem Coworking Space sitzen würde, zum Beispiel an einem Flexdesk, dann kann man einfach geschwind einmal Skifahren fahren. Oder baden fahren nach Lunz oder da oben hupfen in den Fluss. Direkt in die Jagdfreien hupfen, da, also das ist 20 Meter. Es gibt schöne Badeplätze mit dem Fahrrad rein in die Urmannsau. Also genau, zum Ursprung des Flusses. Wahrscheinlich hätten sich nicht zwei begeisterte Mostviertler zum Interview verabreden sollen. Genau, nicht zu mir kommt vor, auch jetzt kannst du mich korrigieren, ob das einfach eine Sozialromantik ist, mir kommt vor, dass ich also sowas wie das Wiederaufleben des Scheibser Jazz Festivals, also jetzt Intertonale, dass das schon auch damit irgendwie zusammenhängt. Würdest du das auch sehen? Dass es mit dem Standort zusammenhängt? Dass es insgesamt irgendwie ist, was in Bewegung kommt. Das ist was in Bewegung, ja. Es ist sicher die Landesausstellung war da ein großer Impuls. Mhm. Oder vielleicht ja, ein sehr großer sogar. Also das verschlafende, beschauliche Ortschäftchen, Bezirkshauptstadt durch ein wenig aufzuputzen. Den Standort Nabuck an sich eben so gelingt, aufzubauen. Die Intertonale hat, also der Verein Proberaum steht ja da dahinter. Okay. Das ist ein quasi subkultureller, überparteilicher Verein, der einen Proberaum betreibt, also einen realen Musikproberaum, der jährlich die Aktionstage macht und im Vorjahr, eben 2016, jetzt die Intertonale als neue Auflage dieser Jazz-Woche begonnen hat mit hochkarätigen Musikern.
aus der zeitgemäßen österreichischen Szene. Ja, und eben das Jazzfestival hatte einen großen Einfluss auf das Image von Scheibs, auf die Qualität des künstlerischen Schaffens. Das habe ich auch selbst immer so gesehen. Also für mich war Scheibs in der Region die Musikhauptstadt, was natürlich auch dazu beigetragen hat, dass ich nicht nach Ipswich in meinen Heimatort gegangen bin, oder nach Beethoven an der Ips, sondern nach Scheibs. Okay, da mache ich wieder einen Stopp. Faktenteil mit, wer sind die Entscheider und welche Kosten fallen an, ja, hier überhaupt? Gut, die Entscheider, also es ist die Betriebsgesellschaft, die Neubruck Immobilien GmbH, also da haben wir schon eine Gesellschaftsform, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und die Gesellschafter, das sind die Gemeinden und die Banken, oder? Genau, ja, okay. Unter Geschäftsführung von Herrn Andreas Hanger. Der hinten gerade vorher vorbeigehuscht ist. Genau, richtig. Ja. Genau, also das heißt, wenn es um irgendwelche Entscheidungen zum Coworking Space geht, um Einrichtungsmaßnahmen, um Infrastruktur und dergleichen, ist er der direkte Ansprechpartner. Zu den Kostenthemen, ja, also wenn wir jetzt den Mietsatz von 240 Euro pro Monat netto für einen Fixdesk-Arbeitsplatz haben, da ist alles ist all-inclusive, Flatrate. Und bei euch, welche Kosten fallen an? Müsst ihr die Miete zahlen für die Räume, Strom und so, oder ist das ein pro Teil? Pro Arbeitsplatz und die Raummiete ist mit dabei, also Gemeinflächen werden mitgenutzt, das ist die Grundreinigung inkludiert. Es ist die Heizung inkludiert, es ist die Miete inkludiert, es ist das Internet mit WLAN. Und wer ist der Vermieter der Coworking-Räumlichkeiten eigentlich? Das ist die Immobilien. Die Immobilien. Okay, warte, das mal wieder. Stopp. Was ist denn so das schönste Erlebnis bisher, das beste Erlebnis, das du mit diesem Ort hier verbindest? Oh, das ist echt eine total intensive Zeit, seit ich hier bin, also mit der Gestaltung dieses Innenhofs hier, dass er auch aus meiner Feder kommt. Ein fertiges System ist, aber grundsätzlich die Zusammensetzung kommt aus meiner Feder. Das schönste Moment, was kann das wohl sein? Ich glaube, wie ich die ersten Male eingestiegen bin in das Fabriksgelände, das so interessant ist. Oder überhaupt 1998, 1999, bevor das Areal noch adaptiert wurde, bin ich auf der Bühne gestanden bei den Fabriksdiskos, Fabrikskonzerten, wo die Texte gespielt haben. Und ich damals mit meiner Metal-Hardcore-Band gespielt habe. Ja. Okay. Das ist einige Zeit her.